Es ist mal wieder Mittwoch und das sind die FIFA-Bundesliga-News. Schön, dass ihr mit dabei seid. Über allem steht in dieser Episode ja der Abstiegskampf. Trotzdem wollen wir vorher erstmal auf das nicht minder spannende Champions-League-Rennen schauen. Denn am Freitag kommt es zum absoluten Spitzenspiel in der Allianz Arena. Der FC Bayern München trifft auf den VfL Wolfsburg. Beide Mannschaften trennen nur das Torverhältnis. Sie stehen auf den Plätzen 4 und 5. Beide haben aktuell 50 Punkte. Während die Münchner allerdings zuletzt wieder mal ein wenig schwächelten, wie sie es eigentlich durch die komplette Saison hinweg tun, treten die Wölfe mit fast schon einer angstmachenden Siegesserie von 6 gewonnenen Spielen hintereinander die Reise gegen München an. Bei einem Sieg des VfL würden die Bayern sogar die Champions League-Ränge verlassen und damit erstmals wieder in die Europa League-Plätze rutschen. Was es ansonsten noch für interessante Spiele in der Champions League-Region gibt, das schauen wir uns jetzt einmal mehr etwas genauer an. Wollt ihr die Grafiken nochmal euch in Ruhe vergegenwärtigen, dann seid auf jeden Fall auf unseren diversen Social Media Kanälen dabei, denn dort werden sie hochgeladen. Also wie gesagt, Bayern München gegen VfL Wolfsburg, das spannendste Spiel im Hinblick auf die Champions League-Ränge schon am Freitag. 17 Uhr, live kommentiert von mir übrigens, in voller Länge. Und wenn wir einen Blick auf die Tabelle werfen, dann sehen wir, wo die Relevanz herkommt. Also Bayern auf Rang 4 mit 50 Punkten, Wolfsburg auf Rang 5 mit 50 Punkten. Das ist eine richtig geile Ausgangskonstellation. Und die Wolfsburger können den Bayern ein Bein stellen. Und dass der FCB ja eine Schwäche gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte hat, das haben wir ja in einigen vielen Statistiken schon bewiesen. Wenn ihr euch die nochmal vergegenwärtigen wollt, dann schaut gerne nochmal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Am Samstag dann 18:99 Hoffenheim gegen den ersten FC Nürnberg. Die Hoffenheimer haben natürlich in gewisser Weise Außenseiterchancen, aber warum man sie auf dem Zettel haben sollte, das schauen wir uns zum Ende dieser News-Sendung nochmal an. Wir haben nämlich noch eine interessante Statistik. Also die Hoffenheimer 2 Punkte Abstand zu Wolfsburg und Bayern könnten bei einer Niederlage einer der beiden Mannschaften definitiv Kapital schlagen, wenn sie gewinnen. Aber Nürnberg, Achtung, auch gut drauf, Platz 8, die sind gut unterwegs. Die Dortmunder haben eine scheinbar machbare Aufgabe am Samstag in der Sportschau gegen den VfB Stuttgart. Da geht es gegen den 13. Mit einem Dreier könnten sie richtig Boden in den Champions League-Rängen gut machen. Und am Sonntag in der Konferenz haben wir dann noch ein schönes Traditionsduell zum Abschluss in den Champions League-Rängen zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04. Aktuell der bzw. die Mannschaft in der Pole Position um die Champions League-Plätze, wenn wir mal Bayer 04 Leverkusen ausklammern. Das erstmal zur Champions League. Jetzt gehen wir mal auf die ganz andere Seite, nämlich tief runter in den Abstiegssumpf. Und wir richten unseren Fokus zunächst einmal Richtung Augsburg. Der FCA steht aktuell richtig dick im Abstiegskampf und natürlich ist da jedes Spiel wichtig. Vor allen Dingen vor heimischer Kulisse müssen dann endlich Punkte her. Gegner jetzt am kommenden Spieltag ist RB Leipzig. Sicherlich keine einfache, aber vielleicht auch keine unmögliche Aufgabe. Am Samstag um 14 Uhr in der Sportschau wird das Ganze gezeigt und dabei kommt es aber neben dem Platz noch zu einem interessanten Wiedersehen. Der FCA-Coach Thunder College, der ein oder andere wird sich an ihn erinnern, trainierte noch in der Hinrunde die Roten Bullen, wo er allerdings die Ansprüche vor allen Dingen am Ende des Tages auch an sich selbst nicht erfüllen konnte und folglich zurücktrat. Seit der Winterpause ist er Trainer beim FC Augsburg. Die Bilanz ist aber zugegebenermaßen eher überschaubar. So richtig viel Kapital konnte er aus der ohnehin miesen Situation der Augsburger nicht schlagen. Wie mies die ist, schauen wir uns jetzt in der folgenden Grafik an. Der FCA, also am Samstag gegen RB Leipzig, steht auf dem 18. Tabellenplatz. 8 Punkte sind es auf Relegationsplatz 16. Darüber dann der SC Freiburg, die bekommen es mit Hertha BSC zu tun. Also zwei Mannschaften auf Platz 17 und 18, die gegen ähnliche Teams spielen, aus einer ähnlichen Tabellensituation. 9 für Leipzig und 11 bei Hertha. Fortuna Düsseldorf, die bekommen es mit Eintracht Frankfurt zu tun. Die Frankfurter nach eigentlich guter Form unter dem neuen Trainer hat jetzt wieder so ein bisschen nachgelassen und deshalb ist der Kampf um den Relegationsplatz vor allen Dingen eben zwischen Hannover 96 und Eintracht Frankfurt momentan richtig spannend. Die Frankfurter wären also gut beraten, gegen den Tabellen 12. aus Düsseldorf definitiv zu punkten, denn Hannover
naja, hat eher Außenseiterchancen, muss man zugegebenermaßen sagen. Am Sonntag dann gegen Bayer 04 Leverkusen in der Konferenz. Das ist eine Aufgabe zugegebenermaßen für Hannover 96, aber wenn wir eins wissen, dann, dass in der FIFA-Bundesliga alles möglich ist. Ein Spiel habe ich noch unterschlagen, Mainz gegen Gladbach. Die Mainzer sind ein bisschen raus, ehrlich gesagt. 4 Punkte Abstand, das ist ganz nett. Ich denke mal, mit einem Dreier könnte man sich da endgültig rauskatapultieren. Also vielleicht schon eine Art Abstiegsendspiel für den ersten FSV Mainz 05. Also nicht nur in der Champions League Region, sondern auch im Abstiegskampf ist es richtig spannend und richtig brisant. Abschließend lockern wir die ganze Sache noch ein bisschen auf mit einer interessanten Grafik, die wir auch auf den Social Media Kanälen unter der Woche veröffentlichen bzw. veröffentlicht haben. Es geht um die Rückrundentabelle, so frei nach der Devise: Achtung, diese Teams sind momentan richtig gefährlich oder richtig harmlos. Wir haben vorhin so 1899 Hoffenheim angerissen, dass sie doch eigentlich nur noch Außenseiterchancen im Hinblick auf die Champions League Plätze haben. Wenn wir uns aber anschauen, was die für eine Serie aktuell in den ersten 7 Spielen, beziehungsweise auch in den einzigen 7 Spielen der Rückrunde bislang leisten, dann ist das schon überragend. Sie sind nämlich die beste Rückrundenmannschaft mit 19 Punkten, gefolgt vom VfL Wolfsburg, dann Borussia Dortmund, und die Leverkusener schwächeln zugegebenermaßen schon ein bisschen, haben zweimal verloren, 15 Punkte die Ausbeute nach 7 Spielen für die Werkself. Dass es aber auch anders geht, das zeigen die Mannschaften in der unteren Region der Tabelle. Hannover 96, der Trend nach unten geht weiter, in der Hinrunde noch lange Zeit im Mittelfeld lokalisiert, jetzt geht es schnurstracks nach unten, liegt auch daran, dass man in 7 Spielen gerade 5 Punkte geholt hat, genauso wie Werder Bremen, die haben jedoch noch das schlechtere Torverhältnis, aber dass es eben noch schlechter geht, das zeigen Augsburg und vor allen Dingen der SC Freiburg. Noch kein Sieg in der Rückrunde, der letzte datiert vom 9. Spieltag, das muss man sich einfach mal vorstellen. Lukas Unde hat 4 Tore geschossen, 23 kassiert in 7 Spielen. Das sind definitiv keine Werte, mit denen man die Klasse halten kann. Wer das dann am Ende des Tages schaffen wird, das wird auch der kommende Spieltag noch nicht final aufklären, aber er wird zumindest entscheidende Hinweise geben. In dem Sinne, seid dran, am Freitag geht es los mit dem Topspiel der Woche, und wie alles andere läuft, glaube ich, wisst ihr mittlerweile. Samstag Sportschau, Sonntag Konferenz, und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Macht's gut und ciao.